37 Hektar. Platz für 240 Professoren und 6.000 Studierende. Kosten 1,2 Milliarden Euro. An der Brunecker Straße im Nürnberger Süden entsteht die neue Technische Universität. Spatenstich war im August 2021, jetzt sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Ja, momentan wird das Gelände ertüchtigt, wird hier vorbereitet, dass man es bebauen kann. Als erstes soll hier das Verfügungsgebäude als Türöffner für das Gelände entstehen und von der anderen Seite des Campus, von Norden her, dann die Gründungsgebäude. Also wir hoffen, dass es eine große Bedeutung für diesen Südteil der Stadt Nürnberg hat. Ich glaube, es hat aber eine große Bedeutung für den Wissenschaftsstandort Nürnberg. Gemeinsam mit der FAU und mit der Ohmhochschule wollen wir hier auch gemeinsame Projekte machen. Hier wird in den nächsten Jahren nicht nur ein neuer Campus, sondern auch ein komplett neues Quartier mit Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Park- und Grünflächen entstehen, das Stadtviertel Lichtenreuth. Das ist nach 50 Jahren das erste Mal, dass die Leute wieder auf das Gelände kommen können. Das war ja zuerst ein Güterbahnhof, dann verschiedene andere Nutzungen, teilweise auch als Deponie benutzt. Und ich glaube, das ist eine große Chance, ist jetzt hier so einen neuen Stadtteil komplett neu zu bauen. Und wir möchten natürlich auch enge Verbindung mit der Stadt, mit den Anwohnern hier im Lichtenreuth haben. Zudem wird es eine Straßenbahn geben, die direkt durch das Gelände fährt. Ziel des Konzepts ist ein vernetzter, urbaner und nachhaltiger Campus, der sich überwiegend mit erneuerbaren Energien versorgt. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, zum Beispiel Scheibengläser mit Photovoltaik auszustatten, natürlich auf den Dächern und natürlich auch Baumaterialien zu verwenden, die wenig Energie verbrauchen, möglichst wenig Wärme rauslassen. Man versucht eben so flexibel wie möglich die Raumaufteilung zu machen. Nicht ein spezifisches Gebäude, wo nur zum Beispiel die Informatik oder Mathematik ist, sondern es eben für alle Bereiche zu nutzen, dass man sich auch besser begegnen und vernetzen kann. Und natürlich Veränderung an der Universität ist ein Grundprinzip. Also man kann jetzt nicht ein Gebäude für 50 Jahre bauen, sondern man muss schon mitdenken, dass man das in der Zukunft dann auch anpassen kann. Ein anderes großes Ziel der TU Nürnberg ist es, die Ingenieurwissenschaft mit anderen Themenfeldern der Gesellschaft zu vernetzen. Genau deshalb werden neben Technikwissenschaften auch Studiengänge der Sozial- und Geisteswissenschaften angeboten. Wir gehen davon aus, dass komplexe Fragestellungen nicht nur von Ingenieuren zu beantworten sind, sondern dass man da immer einen sehr interdisziplinären Ansatz haben sollte. Und das versuchen wir eben bei der Planung unserer Studiengänge zu berücksichtigen. Und deswegen sind von Anfang an die Humanities, wie man auf Englisch sagt, mit dabei. Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Sie wird sich ein Gebäude mit der TU teilen. Im Sommer dann, 2023, können sich die ersten Studierenden für die Masterstudiengänge einschreiben. Ab dem Wintersemester 2023/24 soll es dann schon in die ersten Gebäude gehen. 2028 wird dann voraussichtlich der erste Teil des Campus vollständig fertig sein.